Nepal ist ein außergewöhnliches Land und zieht seit jeher Besucher mit seiner einzigartigen Vielfalt an Natur, Kulturen und Menschen in seinen Bann. Doch gerade in Nepals wunderschönen, abgelegenen Bergregionen haben viele Menschen noch immer unzureichenden Zugang zu Nahrung, Bildung und Gesundheitsversorgung. Babys werden im Kuhstall geboren, Mütter haben ein hohes Infektionsrisiko. Mädchen und Kinder mit Behinderung werden als Menschen zweiter Klasse angesehen, ohne Hoffnung, den eigenen Traum zu verwirklichen. Aus diesem Grund haben wir, eine kleine Gruppe nepalesischer und österreichischer Freunde, vor 10 Jahren damit begonnen, bedürftigen Menschen zu helfen und ihr Leben in den entlegensten Gebieten der Welt zu verbessern, indem wir uns auf Gesundheit, Bildung und Armutsbekämpfung konzentrieren. Heute beschäftigt unsere Organisation Chaya 12 Mitarbeiterinnen in Nepal. Unser Ziel ist es, schnelle, direkte Hilfe zu leisten und dabei die Menschen vor Ort zu respektieren und zu stärken. Um sicherzustellen, dass Spenden dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden, liegen unsere Overhead-Kosten bei unter 5%. Andere Organisationen wenden im Vergleich 35-65% auf. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach La zur Gesundheitsstation für ein weiteres Jahr. Wir sind schon sehr aufgeregt. Ein- oder zweimal im Jahr müssen Impfstoffe und Medikamente zu unseren entlegensten Gesundheitsstationen gebracht werden. Hubschrauber sind natürlich sehr teuer, aber lassen sich nicht vermeiden, denn in diesen abgeschiedenen Regionen existieren keine Straßen. Dieser Ort liegt in einer sehr abgelegenen Region, ist schwer erreichbar und daher war es für die Einheimischen kaum möglich, weiter entfernte staatliche Gesundheitsstationen zu besuchen, um dort medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Das nächste Krankenhaus ist sogar einen 4-tägigen Fußmarsch entfernt. Hier bekommt man nicht einmal Paracetamol, so schlecht steht es um den Ort. Hier also hat Chaya beschlossen, eine Entbindungsstation aufzubauen, wo bis dato eine Geburt im Stall die übliche Entbindungsmethode war. Das bedeutet aber ein hohes, sogar lebensbedrohliches Risiko für Mutter und Kind. Hier in der Gesundheitsstation versorgen wir durchschnittlich 60 bis 65 Patienten pro Woche. Die Gesundheitsstation bietet verschiedene Dienstleistungen an, so zum Beispiel ambulante Behandlung, vor- und nachgeburtliche Untersuchungen, Familienplanung, Entbindungen, Notfallservice, Hausbesuche, einfache Labortests, Beratung, Gesundheitsprogramme an Schulen und Gesundheitserziehung. Alle 2 Wochen kommt das Gesundheitspersonal in unser Dorf für ambulante Behandlungen. Dieser Service ist besonders gut für alte Leute, die kaum mehr laufen können. Wir sind sehr glücklich über diesen Service. Chaya hat es mir ermöglicht, in Kathmandu eine Ausbildung zur Gesundheitsassistentin zu machen. Nachdem ich meinen Abschluss bekommen habe, arbeite ich nun auf der Entbindungsstation. Ich bin sehr glücklich, dass ich den Menschen hier in meinem Tal helfen kann. Früher waren sich die Frauen hier nicht den Gefahren bewusst, die eine Hausgeburt mit sich bringen kann und dass sie oder ihr Kind sogar sterben könnten. Vor der Entbindung wurden Frauen isoliert und in ein separates Haus oder den Stall gebracht, die sehr schmutzig waren. Daher bestand ein hohes Infektionsrisiko für Mutter und Kind. Nachdem wir hierher kamen, begannen wir einige Monate lang verschiedene Aufklärungsprogramme für Mütter zu veranstalten. Die Mütter sind nun viel besser informiert und kommen freiwillig für Untersuchungen zur Entbindungsstation. Schwangere müssen 4-mal zur Untersuchung kommen im 4., 6., 8. und 9. Monat. Nachgeburtliche Untersuchungen werden 1 Stunde nach der Entbindung, 3 Tage und 7 Tage nach der Geburt durchgeführt, um dabei den Zustand von Kind und Mutter zu kontrollieren. Mhm.
Seit dem Beginn meiner Schwangerschaft bin ich zu jeder Untersuchung gegangen und ich bin sehr froh, dass die Gesundheitsstation in der Nähe meines Hauses liegt. Die Krankenschwestern haben mir gesagt, dass ich und mein Kind in guter Verfassung sind. Ich hoffe deshalb das Beste für die Entbindung. Mit unseren 3 permanenten Gesundheitsstationen und unzähligen Gesundheitscamps ermöglichen wir mehr als 25 Dörfern und 7000 Patientinnen und Patienten den Zugang zu medizinischer Versorgung. Viele Menschen in unseren Projektregionen sprechen tibetische Dialekte. Davon kommt auch unser Name Chaya, der so viel wie "Lass es uns anpacken" bedeutet. Kinder sind die Zukunft. Ich hoffe, dass ich mit meinem Unterricht die Kinder unterstützen kann, später eigenständig ihr Leben zu bewältigen. Seit April 2017 arbeite ich hier in der Grundschule von La als Englisch- und Sportlehrerin. Das Englisch-Level war hier früher nicht besonders gut. Seit ich an der Schule unterrichte, versuche ich abwechslungsreiche moderne Lehrmethoden mit einzubeziehen. Ich benutze viele Bilder, Grafiken und Gegenstände, um das Englisch der Kinder zu verbessern. Seit wir Sport als Schulfach eingeführt haben, sind die Kinder viel aktiver und die Anwesenheit ist auch gestiegen. Vor allem auch Mädchen kommen regelmäßiger als früher. Jaya Nepal unterstützt verschiedene Schulen in der Chekampa-Region seit 2008. Bevor das Internat an dieser Schule eröffnet wurde, blieb Eltern nichts anderes übrig, als ihre Kinder in die Städte oder gar nicht in die Schule zu schicken. Die Kinder bekommen hier Unterkunft und Verpflegung und selbst Kinder aus armen Familien haben nun die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Bisher hat Jaya 11 Schulen wieder aufgebaut und mit unseren Bildungsprogrammen die Lebenschancen für mehr als 2000 Kinder wesentlich verbessert, insbesondere für Kinder mit Behinderung. Wir beziehen die Bevölkerung vor Ort in alle Aspekte unserer Projekte mit ein. Das verleiht ihnen ein Gefühl der Verbundenheit und später auch der Verantwortung. Zum Bauen benutzen wir vor allem lokale Materialien. Mit der Anschaffung unserer tollen Erdziegelmaschine ist es uns nun auch möglich, Ziegel selbst herzustellen. Das vermindert Transportwege, Materialkosten und Emissionen und stärkt außerdem die Gemeinschaften vor Ort. Als ich das erste Mal die Kailali-Schule besuchte, war ich sehr schockiert. Schockiert von den vorherrschenden schlechten Bedingungen für Kinder mit Behinderung. Sie waren unterernährt, dreckig und hatten Läuse. Wir mussten also etwas an ihrer Situation ändern. Wir stellten eine Pflegerin ein, bauten neue behindertengerechte Badezimmer und Toiletten und begannen damit, einen Permakulturgarten anzulegen. Wir sind nun schon seit 3 Wochen hier und haben eigentlich ein Loch in den Dschungel gegraben. Ein Dschungel im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Traktoren und viel, viel Muskelkraft, besonders von den Nepalis, haben wir Platz geschaffen für unseren Permakulturgarten. Ich wache morgens um 5 auf, um Tee für die Kinder zu kochen. Dann putze ich die Toiletten, gieße Pflanzen, räume die Zimmer auf und erledige die Wäsche. Tagsüber bereite ich Mittagessen zu und mache den Abwasch. Abends koche ich dann Abendessen, wasche Geschirr
und auch die Kinder und bringe die Kleinen anschließend ins Bett. Die Sonne kommt von dort, das soll das richtig aufwärmen. Die Kinder bekamen nur zweimal am Tag Dal und Reis, also Linseneintopf und Reis. Das ist viel zu wenig und nicht besonders nahrhaft. Deshalb kam uns die Idee mit dem Permakulturgarten, um viel frisches Gemüse, Salat, Kräuter und Kartoffeln anzubauen. Wir haben auch 40 Obstbäume und Bananenpalmen gepflanzt, um den Kindern eine vitaminreiche Ernährung zu bieten. Die Kinder sind klein, oft unterernährt und benötigen eigentlich 5 kleinere Mahlzeiten am Tag. Ihre Körper sind noch zu klein, um Energie und Flüssigkeit über längere Zeit zu speichern. Deswegen bekommen unsere Kinder jetzt zwischendurch Wasser und Bananen. Das macht den Kleinen aber feinen Unterschied. Die Kinder sind gesünder und können sich viel besser im Unterricht konzentrieren. Kinder mit Behinderung werden in Nepal oft diskriminiert, weil Leute ihnen schlechtes Karma nachsagen und sich für die Kinder schämen. Sie sind deshalb kaum in die Gesellschaft integriert. Mit dem Permakulturgarten möchten wir den Kindern auch beibringen, wie man sät, Pflanzen aufzieht und sie erntet. Sie sollen eigenständiger werden und vielleicht können sie ja später auch als Gärtnerinnen oder am Feld arbeiten. Ich unterrichte Kinder bis 5 Jahre in der Vorschule. Seit 12 Jahren bin ich jetzt schon Lehrerin. Ich hoffe, dass einige der Kinder später mal Lehrer oder Ärzte werden oder einfach gute Menschen, die ihr Leben auf eigene Faust führen können. Seit dem Umbau sind die Kinder viel fröhlicher als zuvor. Sie können viel spielen, können sich bewegen und schlafen, wo sie möchten. Ja, sie sind sehr glücklich. In Zukunft möchten wir Ställe für Hühner und eine Kuh bauen, damit wir die Ernährung der Kinder um Proteine ergänzen können. Leben können jeden Tag verändert und verbessert werden. Und das ermöglicht durch Ihre Unterstützung und Spenden. Werden Sie jetzt ein Teil der Chaya-Familie und lassen Sie diese Kinder wieder träumen. Hi, Mies. Hi, Mies. How are you? Good, how are you?